Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit den drei Weibern unterwegs. Wir haben von einem Zuseher eine Nachricht gekriegt, dass eben da ein Bunker im Wald versteckt. Dann suchen wir jetzt einmal. Let's go! So, Kampf durchs Gebüsch. Gebüsch, nicht am Handy sein. Alter Agnes, ich glaube, wir sind da nicht richtig. Was ist denn das? Liane, kannst du rauchen? Ich bin sicher, kannst du rauchen? Magst du das prüfen? Ich nicht. Aber nur musst du zwei brauchen. Deal. Und? Nix. Also, der Weih räumen wir umeinander und finden gar nichts. Mal schauen. Wer hat jetzt was? Mir ist kalt. Das ist kalt. Hier ist kalt. Ja. Wärms. Sind wir schon da? Nee. Ich nehme deine Pflicht drauf. Nee, das war doch. So, also die ersten ist kalt. Probleme fangen an. Rennen so. Aber die will mich immer schubsen oder irgendwas. Das ist ja Wahnsinn. Alter, was sind wir da? Das ist irgendein Berg. Nein. Wir sind da hier oben, jetzt was ist? Fuck. So, wir haben das gefunden. Bereit? Ja. Yes. Müssen wir auf. Voll grindig. Schauen wir mal rein, Jakob. Alter, ist aber auch gescheit gerade, bitte. Alter, geil. So, Alter, jetzt so schnell wie es geht, rein in die Dunkelheit. Agnes, mach einen Schuh. So, einer mit euch. Yeah! Nummer eins. Rucksack. Zack, war mal weg, Schmiede. Bist du drüber? Agnes, da man sieht gar nichts, außer nicht. So, Freunde, wir sind jetzt in. Ja, Mikrobunker herein. Ja. Agnes kann circa so stehen. Da haben wir noch nachleuchtende Wandfarbe. Und zeigt man schön, wo man hin ist. Die zwei Fragen sind hinten immer nur. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß es auch nicht. Agnes? Ja. Über uns ist nötig. Ja, das weiß ich. Alter, what the fuck? Das habe ich schon gesehen. Zwei Etagen. Und da hat es eine Stirn gegeben. Was? Alter. Vielleicht sind wir da nicht eh da, aber wer weiß. Ja, wirklich. So, was haben wir hier noch? So, wir müssen da hier rein. Ich wohl der Ausgang. Ah ja, genau. Freunde, wir haben uns jetzt da reingekämpft. Alter. Boah, das geht schwer auf. Freunde, wir haben uns jetzt da reingekämpft, der Weih ist da hier. Absolut für Nuka. Aber man kann wieder stehen. Ja. Das ist schön. Okay, was haben wir da? Ne? Da haben wir noch so eine alte Tür mit der Verriegelung, die was wir eben so betätigen kann. Zweimal, einmal unten, einmal oben. Boom! Okay, dann stehen wir weiter mal. Da hätten wir einen Notausstieg. Schau mal was. Bist du deppert? Dann gehen wir jetzt nach draußen, Freunde. Beide Haken zum Bahnhofhänger. Da sind auch wieder diese Pfeile. Sind überall da rein und angebracht. Schon mal weiter. Es geht da schon wieder ab. Ich mag am Mittag schlafen. Hast du Bett gefunden? Ja. Heftig. Da unten kommt was auch abgeschlagen. Da kann man aufmachen, schau. Like this. Heftig. Was dann so ausgeschossen war. Wenn wir nur Tisch haben. Hey. Dann haben wir eine zweite Tür, nur weit lang, damit wir einen verschließen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Okay. Lieber markieren, dass man wieder rausfindet. Alter! Alter! Yes! Ja. Geht schon durch? Fitschi-Pfeil-Modus. Oh!
Schnell! Ei, ei, ei! Ei, da drei Mann bitte! Schmetterlinge? Alter! Schau den Bumsen, der leckt sich gerade. Ja? Ah ja, zwei Falter beim Vögeln. Ja. Cool. Ich bitte es auch, gell? Aber stell dir mal vor, du bist da drin, musst die ganze Zeit dein Land verteidigen und auf diesen schissernen Bett pennen. Boah, voll unnötig. Alter, richtig scheiße. So, da hat man nur so eine alte Holzverkleidung. Da eine kleine Ablage. Und da, wie ihr seht, geht's auch wieder nach draußen, hat man ausgeschossen wieder. Da geschlossen. Zack, hat man nichts gesehen. Geöffnet. Zack, ein freies Schussfeld gehabt auf die Straßen da unten. Oder in der Luft irgendwas, keine Ahnung. Früher ist sie ganz anders geschaut. Da hat wer Anspruchs vergessen. Die kleine Ablageflächen, die Leute lassen wirklich überall ihr Mist. Leider lasst sowas nicht da rennen. Das hat da rennen nichts verloren. Gar nichts. Heftig. Also ich würde eher entweder in der Mitte oder ganz oben fragen, weil ich Boden würde nicht mehr denken. Also ich verstehe die anders. Alter, wieso liegt ihr ja alle in diese Betten, ihr Geistes dran? Das ist kein gute Idee. Das ist die nächste, die was trifft, der Arsch macht. So. Ja, einmal Geschichte erleben, gell? Ja. Death Inside, also das habe ich jetzt schon so oft gelesen und bin noch nie der Tod erwartet. Nee. Das ist auch wieder fluoreszierende Farbe. Das ist echt heftig. Das ist fast alles fluoreszierend darin irgendwie. Ja, das sind die ganzen Wege. Kranker Scheiß. Du hast sogar relativ neue Stücke. Alter, ah ja. Und das schaut schon ein bisschen. Ja. War nicht so alt eigentlich. Es geht. Nein, das wird nicht so alt. Geht, gell? Ja, die so cool. Und wie ist so? Chillig. Die heutige Tour, entspannt? Ist ja, dir noch kalt? Nein, mittlerweile ist es noch warm. Ja, Hunger habe ich schon. Du hast? Hm? Dabei geht. Okay, passt. Bibi muss ich auch nicht. Sehr gut. Stellt euch vor, die muss doch nicht jetzt brunzen lernen. Ich weiß nicht, das war das Ärgste. Alter, da geht's auf. Alter, bist du deppert. Oh. Alter, ist das groß. Alter, die geht doch so eng durch. Was? Da steht was. Dr. Brandstätter Stellung. Scheiße. Da oben uns ist der Ausstieg zugemacht. Scheiße. Da ist zu, Freunde. Da kommt man gar nicht raus. Fuck, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Alter, nein! Ach, Freunde. Der größte Fehler war gerade dahinter zu gerade. Das mache ich nicht mehr. Bist du deppert, Alter, da geht's ab. Also, der Gang war scheiße. Ja. Da hinten ist zugesperrt. Du kommst da nicht mehr raus, so gefahren. Da ist jetzt einfach ein Schloss dran. Ja, okay. Und da ist man maximal im Arsch. Ja, da bin ich gerade angekommen und auf, aber ich glaube, das ist irgendwann. Ja. Komm raus! Eckwand, also wenn du mehr gekocht hast wie ich, kannst du die eine Seite aufgehen, die andere Seite ist zugestellt. Okay, guck mal. Das ist halt echt eng. Ach so? Das ist nur Platz. Dann gehen wir auf der anderen Seite raus. Fuck, das ist auch zu, Alter. Lern, das ist krank. Alles ist da zugemacht, außer Arschte, Ofen und seitlich. Jetzt können wir sie da seitlich rauskämpfen. Alter, kann man überhaupt wieder rausfinden? Das ist das nächste. Ja, schau, ich habe einen neuen Freund gefunden. Alter! Was geht mit euch ab? Alter! Also, es ist gerade erwähnt worden, wie gemütlich diese Betten jetzt sind. Hey, ich möchte es für jeden Mann auf der Welt festhalten, cool, dass wenn es zu mir hergeht, dass er das billigste Bett wird. Wie schaut sich das an? Was für gemütlich? Wo? Ja, da liegt die eine. Ja, da liegt die eine, wohin? Gruppenkuschel. Warte, drüben ist eh nur ein Raum, ich kann nicht drüben auch liegen. Ja, drüben ist ein Raum, das ist das Einzelbett. Ja, genau, das ist ein Mädchenraum. Du musst den anderen. Agnes, das ist sehr genderunfreundlich, was du tust. Jetzt hätte ich fast meinen Freund zertreten, danke. Weil ich hab da am zweiten. Hast du eine Mädchennummer? Ich sag's euch, der psychische Verfall da ist nur ein geht da drinnen sehr schnell voran.
Deswegen haben sie jetzt über die Herse. Es wird zu viel. Es wird zu viel. Was geht eigentlich ab mit euch? Ja, ist es gemütlich? Ist es überhaupt nicht gemütlich? Du trödelst zu lange beim Film an. Du wirst uns ausrosten. Das ist so langweilig. Ist so weit gegangen. Alter. Ja. Ach, Scheiße. Dann lass ich euch bis einmal alleine da in euch. Auf dem Schlafzimmer, Alter. Was geht da? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Kommt ihr? Ja, du weiter. Komm. Geh mal. Ich glaube, das kommt jetzt böse ausgehen, ich sag's dir gleich. Einfach springen. Ja, dann steigt der untere nicht ins Gesicht. Und die drunter ist, gibt das gleiche für die drunter. Für die drunter, für die geht gar nichts so aufpassen. Du musst die einfach nur rausrollen. Alter, Agnes, wird das was? Ui. Ja, sicher. Nummer 1 ist schon mal safe. Ich glaube, ich kann nicht Staub in die Fresse. Wow. Ja, okay, aber das wäre ja ganz. Du holst die einfach am Boden aus. Geh mal, gell? Dann müssen wir jetzt Ferien. Geh mal. Ich glaube, wenn es dunkel ist, schon sicher cool aus. Sind wir auch dran? Ja. Du kannst ja nicht so lange. Ich was? So, Freunde, da. Weg markieren. Und weiter geht's. Alter. Fuck. Da kann es auch noch draußen um es zu. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht, Freunde. Wir müssen diese Tür wieder finden. Da ist die Tür. Ich sehe die Tür, Freunde. Ich kann die Tür sehen. Alter. Anja, die Tür ist fast dabei. Ich muss verschlafen. Ja, aufsteh, komm. Oh. Weiter geht's. Lass mich schlafen. Noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten. Nein! Da geht's jetzt wieder nach draußen. Da sind wir vorher hergekommen. Da geht's jetzt raus. Ja, Gott sei Dank wieder. Alter. Okay, da kommen wir zurück, Kaffee. Alter, geil. Ja, richtig geil da drin. Nicht einmal so klar, das Ganze. Was sagst du? Nicht einmal so klar, oder? Nein. War eigentlich ganz cool. Lebt die Anja noch? Ja. Perfekt. Und ausgeschlafen. Agnes vergessen? Ja, die. Du hast schwarzen Ruß im Gesicht. So. Der vernichtet. Und auch im Auge ein bisschen. Es hilft entweder ein volle Dätschen oder dir. Ich beides. Ich glaube, der Ruß ist von mir. Wenn du es ein bisschen mehr dazu die Augen wischt, tanzt sie mit dem Make-up. Agnes! Einen hübschen Kopf habe ich mir auch gehabt. Wo? An der Decken. Man sieht nichts. Fühlst du normal? Blau ist aber. Nein, ich habe so das Bedürfnis, dass ich die da abschubse. Nein, nichts, du gehst jetzt vor. Ja, komm, auf. Nein. Da. Nein. Da auf. Doch, du. Als erstes. Komm. Ja, geh mal. Da kommst du erst. Fast. So, Freunde, wie seht ihr, da sind wir reingekommen. Da außen und da war auf unten zugesperrt. Ja. Kranke Scheiße. Mhm. So, Freunde, wir sind jetzt wieder heraus. Richtig kranker kleiner Bunker. Echt steil, dass wir Betten drinnen stehen, wenn das hätte man nicht gedacht. Also, das sieht man echt selten. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns mit Sicherheit im nächsten Video. Bis dahin, ciao.